Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Elden Ring Video. Und beim letzten Mal hatte ich euch gezeigt, dass ich jetzt der totale Fan bin von Power Stancen und ich das echt aktuell sehr gerne mache. Und da hattet ihr sehr gute Tipps, unter anderem einmal vom A3P-Tick, dass ich doch mal das Seppuku Ash of War benutzen soll. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht. Die findet ihr hier, Eisiger See links. Hier ist so ein goldener Käfer und der lässt das wohl fallen. Und das wollte ich auf jeden Fall als erstes mal ausprobieren. Der läuft hier so lang. Also wenn ich weiß, wie er die Käfer killt, einfach hier warten und dann kommt er und dann greift er den an. Das soll ich auf die Waffe machen. Das wäre wohl extrem stark. Zack. Kriegsasche Seppuku. Okay. Und ein anderer Tipp war, dass ich das Blutungsamulett, Jubel des Blutes, reinpacken soll. Da muss ich auch mal schauen, ob ich das überhaupt habe. Sekunde. Jubel des Blutes. Blutverlust in der Nähe erhöht die Angriffskraft. Das soll ich mitnehmen. Und wenn ich oft meinen Sprungangriff mache, wo der dann so viermal angreift, soll ich diesen Sprungangriff-Ding mitnehmen. Da, verbessert Sprungangriffe. So, dann jetzt rüsten wir das mal hier aus. Erstmal Jubel des Blutes und hier den Sprungangriff. Und jetzt machen wir da noch Seppuku drauf. Und er hatte gesagt, einer hatte gesagt, ich soll das Seppuku auf Okkult stellen. Ich probiere es aus, mal gucken, was das kann. Also hier. Ich habe nur einmal Seppuku. Ich brauche das nur auf der rechten Hand wahrscheinlich, ne? Okkult? Wieso Okkult? Wieso Okkult? Was macht Okkult? Ich mach jetzt mal. Hier kann ich es dann leider nicht benutzen. Mach ich hier mal einfach Blutklinge mit Okkult. Ah, dann kommt ein Scaling mit Arkan. Okay, und ich soll die Maske von Vare benutzen. Die erhöht auch nochmal den Blutungsschaden. Die wahre Maske habe ich leider noch gar nicht. Ist mir gerade aufgefallen. Und die muss ich mir jetzt hier erstmal erfarmen. Also, es gibt wohl dreimal. Oh, ich glaube, hier renne ich einfach durch. Es gibt dreimal wahre Invasionen hier, wenn man Mogwin noch nicht besiegt hat. Und die würde ich jetzt einmal abfarmen. Ich habe übrigens die Abstimmung gesehen. Erstmal riesengroßen Dank und mega krass, dass wirklich ich glaube über 700 Leute mittlerweile schon abgestimmt haben. Das hätte ich ja niemals erwartet, dass so viele Leute da mitmachen. Zu mehr ist es extrem krass, wie die Abstimmung ausgefallen ist, weil wirklich 70%, über zwei Drittel der Leute möchten noch mehr Elden Ring sehen, was ich absolut nachvollziehen kann. Ist ein absolut mega geiles Game. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ob jetzt gleich einer kommt. Deswegen werde ich das auch weiterhin so machen, dass ich schön Elden Ring weiter euch zeige. Ich glaube, hier kommt jetzt die Invasion. Und ich werde dann immer wieder so, wie ich es auch in der Vergangenheit gemacht habe, da ist er schon, hier und da auch mal was anderes zeigen. So, Suppuk habe ich schon drauf. Alter, das haut aber gut rein. Na, das war's mit dem. Namenlose weiße Maske ist tot. Gibt das auch was? Okay, das gab jetzt nichts. Ich habe übrigens gerade noch gesehen, man soll die rechte Waffe auf Blutung lassen und die linke Waffe auf Eis. Werde ich auch gleich mal ausprobieren, auf jeden Fall. Oh. Das hat viel abgezogen. Und ja, danke nochmal für die, dass ihr echt so krass bei der Abstimmung mitgemacht habt. Das fand ich echt, echt cool. So, jetzt müssen wir mal kurz. Uah! Was hat der denn da für eine Waffe? Ah, der ist schon was stärker, habe ich das Gefühl. Weil ich bin gerade einfach nur richtig schlecht. Kann beides sein. Nimm mir doch einfach deine Maske.
Gibst du die Maske? Der gibt mir auch nicht die Maske. Dann gibt es hier noch einen, der ist dort. Reite ich mal hier rum. Oh. Das mit den Hunden ist, glaube ich, nicht so clever. Ich mache mal kurz einen Restart, dass sie mich nicht sehen. So, bin ich wieder zurück. Was ich auch noch sagen wollte, ich habe eure ganzen Tipps und Tricks gelesen unter meinem Anfänger-Tipps-Video. Mein fortgeschrittenen Tipps-Tricks-Video wird auf jeden Fall kommen. Das werde ich die Tage aufnehmen. Ich suche halt noch ein... Also, ich schaue halt, was man halt alles da reinpacken kann. Aber es darf halt... Ich würde gerne eins, was so ein bisschen fortgeschrittene Sachen zeigt. Und dann würde ich gerne noch eins machen, was so richtig die absoluten Geheimtricks sind. Und ja, da muss ich dann halt schauen, was ich für was benutze. Vielleicht ein kleiner... also sowas wie mit dem Himmelstau und... Ah, da ist die weiße Maske. Sowas wie mit dem Himmelstau und dass man NPCs wiederbeleben kann, ist vielleicht eher so ein... Ja, ein Tipp fürs nächste Mal. Und etwas, also was richtig Geheimes, wie dieses mit der Mox-Kette, das wäre dann vielleicht eher was für richtige Souls-Veterane. Aber mal schauen, wie ich das da noch mache. Wenn ihr weiter Tipps habt für irgendwelche, ja, was ich im Video sagen kann, irgendwelche Tipps und Tricks, nicht speziell nur Elden Ring, sondern auch so allgemein Souls-like, würde mir natürlich extrem helfen. Ich weiß natürlich auch bei weitem nicht alles. So, und jetzt machen wir die eine Waffe hier noch auf Eis und dann schauen wir uns mal an, wie viel krasser die Waffe jetzt ist. Ups, Kriegsasche. Das ist die Seppuku. Hier mache ich die Blutklinge mit... Ich habe kein Eis. Hier könnte ich Eis machen. Skaliert dann auf Weisheit. Gut, in der zweiten Hand ist eh scheißegal, was für ein L2 ist, deswegen mache ich das mal. So, dann haben wir jetzt links Eis, rechts Okkult mit... Warte mal, ist die Blutung denn immer noch da dann? Ah, Blut, aber nur 38, ist halt ein bisschen runtergegangen und Frost 105. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das reinhaut. Also ich habe die Maske an, ich habe Jubel des Blutes, verrottene gefügte Schwertinsignie und den Klauentalisman. So, ich habe die kleine Rolle und jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich mache auf den direkt einen Sprungangriff und jetzt will ich hier aber staunen. 1, 4, 4, 6. Oh, da war auch der Eisschaden. 8K ist, boah, war geil. Ja. Ja, macht Bock. Ich suche mir jetzt noch schnell mal einen Boss. Und dann werden wir mal einen Boss so richtig wrecken. Ich probiere es mal hier bei einem Siegelgefängnis aus. Was kommt denn dann hier? So ein Fetter. Oh. Okay, der hat nicht viel Leben. Kann man es leider wieder nicht so gut sehen. Ah, ich muss ja auch erstmal Skupu machen, Dingsbums, ne? Seppuku. So. Ach, guck mal, der lädt sich. Der hält sich. Das wäre gut. Oha. Okay, Seppuku ist broken. Seppuku ist ja komplett broken. Der kriegt ja sofort ein Blutungs-Dingsbums. Crazy. Nächster. Oh, ein Götterskalpe. Aber. So, erstmal Seppuku. Seppuku. Ich schon wieder sehe, was meine Mimik da macht. So. Seppuku. Aua. Na Mann, bist ja auch nicht einmal getroffen. Wie lange hält die Seppuku eigentlich? Kann mir das vielleicht jemand sagen? Oder kann ich das irgendwo sehen? Oben sehe ich nichts. Oh, der explodiert. Aua.
Senpuku. Ah, ist weg. Oder? Ne, war noch da, ne? Bisschen schwierig. Uah! Ah, da war der Schaden. Sehr schön. Ja, es macht Bock. Power Stance macht mir aktuell richtig Bock. Noch einer. Ist noch nicht vorbei. Fünf. Oh, ich muss ein bisschen zurück. War ich ein bisschen übermütig, aber Half-Life gemacht. Seppuku ist noch am Start. Aber ich muss echt sagen, mir fehlt hier und da echt mein Schild. Also irgendwie, manchmal fehlt mir mein Schild. Minik ist gestorben, crazy. Ah Mann, ich wollte reinspringen. Immerhin geschafft. Heilen, heilen, ich will nicht sterben. Nein! Alter, das war knapp, Leute. Noch einer! Ach, hier ist eine Geisterrufschnecke. Wo? Da. Hätte ich nur die besiegen müssen? Das wäre witzig. Tuch der Götterskalpe. Ritual der schwarzen Flamme. Keine Ahnung, falls das jemand hier nachmachen will. Ich bin einfach hier mal rein in Höhle des Geisterrufers. Am Eissee, wo ich auch gerade die Seppuku geholt habe. Ja, und ich bin aktuell echt ein Fan von Power Stance. Es hat schon wieder jemand gesagt, ja, versucht doch mal Katanas, Malenia Sun zum Beispiel, doppelt. Und ja, werde ich vielleicht beim nächsten Mal ausprobieren. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne Kommentare. Wie gesagt, einmal Tipps und Tricks fürs nächste fortgeschrittenen Video für die Tipps und Tricks und gerne, welche Waffen ihr gerne Power Stance oder wie ihr gerade, was ihr gerade benutzt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!